Was hat eigentlich meine Ernährung mit dem Klimawandel zu tun? Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas um die Ecke denken. Je mehr Energie wir verbrauchen, desto mehr CO2 stoßen wir aus. Zumindest, wenn wir fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle, Gas oder Holz verwenden. Wir verbrauchen fossile Brennstoffe direkt. Zum Beispiel, wenn wir unser Haus heizen, mit dem Auto fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Und je nachdem, was wir essen, verbrauchen wir auch mehr oder weniger fossile Brennstoffe und pusten damit mehr oder weniger CO2 in die Atmosphäre. Ein Beispiel: Wenn wir regionales Obst und Gemüse essen, ist unser CO2-Fußabdruck sehr viel kleiner, als wenn wir Früchte aus fernen Ländern mit dem LKW oder mit dem Flugzeug importieren. Wenn wir Spargel aus Peru importieren, werden hier 30 Kilogramm CO2 je Kilo Spargel freigesetzt. Regionaler Spargel, der nur 100 Kilometer mit dem LKW transportiert wird, verursacht dagegen nur 19 Gramm CO2. Auch ist Gemüse aus dem Freiland viel klimafreundlicher als aus Gewächshäusern, die mit fossilen Brennstoffen beheizt werden. Denn die Heizung verbraucht sehr viel Energie. Und auch unser Fleischkonsum hat einen starken Einfluss auf unseren CO2-Ausstoß. Denn Tiere werden erst jahrelang gefüttert, bevor sie geschlachtet werden. Dafür muss viel Futter angebaut werden und oft wird dieses Futter über weite Strecken transportiert. Die jahrelange Fütterung verbraucht viel mehr Energie, als wenn wir Lebensmittel direkt für uns Menschen anbauen und essen würden. Dazu kommt, dass Kühe während ihrer Verdauung Methan ausstoßen und Methan verursacht einen noch viel stärkeren Treibhauseffekt als CO2. Vergleichen wir: Ein Kilo Rindfleisch setzt rund 14 Kilogramm CO2 frei. Obst steht im Vergleich mit nur 500 Gramm sehr viel besser da. Und bei Bohnen sind es gerade mal 150 Gramm.